Leute, willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Heute schauen wir uns den Second Trailer an von Pokémon Scarlet und Violet bzw. Karmesin und Purpur. Mit dabei ist Max. Und wenn ich schon das Thumbnail mir anschaue, dann sieht man einfach schon die 3D-Modelle. Und lasst mich mal wissen, welchen Scheiß ihr bisher am besten findet. Also ganz ehrlich. Oscar. Ja, Max findet die Ente am besten. Ich fand am Anfang die Katze am besten, aber mittlerweile bin ich eher so Richtung das Krokodilchen. Ja, wir gucken uns das an. 3, 2, 1, let's go! Ich habe immer noch, dass die Katze einfach aufsteht auf zwei Beinen. Einfach damit alle angepisst sind. Das wär's. Oh, bitte nicht. Warum kein Fuego 2? Okay, also die Grafik ist gar nicht mal so schlecht, ja. Der Levitron ist ein bisschen kitzeliger, aber. Ja, ist halt so. Ui. Professor Sada und zwei Professoren! Turo und Sada. Oh. Oh mein Gott! Alter! Wie cute! Hey, die Grafik ist gut! Okay, ist das gut. Die Grafik ist echt nice! Hä? Was bist du denn? Das ist das neue Pikachu! Feuer-Pikachu! Oh mein Gott, Goruchu, Max! Imagine! Oh mein Gott, ist das cute! Ey, wenn das Goruchu ist, ne? Oh, hey, die Grafik ist echt geil! Für Pokémon-Standards! Da war Pikachu. Okay, die Charakter sehen interessant aus. Oh mein Gott, die Charakter können anders aussehen. Hä, was bist du? Oh mein Gott, das sieht voll cute aus! Was bist du? Egal was es ist auf jeden Fall in meinem Team. Ja. Oh mein Gott. Ich habe dazu keine Meinung mehr. Oh mein Gott, ich will das haben! Hä? Oh mein Gott. Ein Schwein! Lechonk! Geiler Name! Hä, hey, Junge, wie die Kämpfe aussehen, das sieht richtig gut aus. Na, BB? Okay, der aus Gen 8? Ich dachte, was es werden, Leute. Hä, was ist das denn? So ein kleiner Zwischenstand? Lol. Es gibt keine Center mehr, es ist einfach so Zwischenstände oder Overworld. Das sieht nicht aus wie, Dings, wie eine Tankstelle. Hä? Jung! Lol. Ist ja richtig sick. Okay. Okay, man sieht das drin. Das ist gut. Aber die Grafik sieht echt geil aus. Also ich beschwere mich da nicht. Bei Legends kann man sich ruhig beschweren, aber bei dem Spiel nicht. Ich kann es nicht, ich bin nicht so schlecht. Und jetzt wird's ernst, jetzt kommen die Legis. Pass auf, jetzt die Legis. Not actual game footage, das ist die Legis. Wie sehen die aus? Oh Baby, ich bin hyped. Max, was glaubst du, was es ist? Hauptsache, nimm nicht zweimal dasselbe Pokémon, das ist schon alles. Oh! Yo! Ja, Yo! Ich wusste, dass das eine. Oh mein Gott, das sind Aliens! Das sind einfach Aliens! Hä? Wie geil sieht das denn aus? Yo! Das sind doch keine Pokémon mehr! Das ist ganz anderes! Ich nehm die Schlange. Okay. Ich nehm Violet. Okay. Ich nehm Violet. Okay. Yo. Weißt du, warum Violet? Der hatte so diese Beats, so Retro-Augen. Warte, ich spule mal kurz zurück. Okay. Guck deine Augen! Der hat Retro-Augen! Das ist sowas von meins! Aber ich muss dazu sagen, der Link sieht auch richtig, richtig sick aus. Also kann ich sehr gut verstehen, wenn man den anderen nimmt. Darf ich was sagen? Ich finde beide gleich gut. Ich finde beide tatsächlich gleich gut, aber ich bevorzuge der von Violet. Einfach wie futuristisch das aussieht. Sieht cool aus. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es wie bei Leaks sein wird, dass die Drachekampf und Drache Elektro sein werden. Wird auch so sein. Drachekampf und Drache Elektro passt sehr gut. Also die Leaks waren real. Ich bin froh, dass das Cover von Scarlet Violet nicht shit ist. Warte, das ist das Cover? Aber so Bücher. Nein. Das hat man im Namen gesehen, wie es so im Cover aussieht. LOL! So. Okay, es sind doch Bücher. Das sieht aus wie so ein Buch einfach. Das sieht richtig sick aus, ohne Witz. Oh mein Gott, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ist ein Pokémon-Trailer, aber ich bin glücklich. Ja, zu früh. Ist einfach immer noch zu früh, wie ich finde. Es ist halt das Standarddatum. Hm. Was jetzt? Okay, das ist wahrscheinlich ein Teaser für noch ein anderes Pokémon. Vielleicht so eine dritte von den beiden? Noch so ein drittes? Das werden die niemals so früh zeigen. Das haben die noch nie gemacht. Hä, wofür war das denn dann jetzt?
Keine Ahnung, aber das war auf jeden Fall ein richtig geiler Trailer, muss ich sagen. Der hat mich jetzt wirklich gehypt auf das Spiel. Also ich freue mich tatsächlich. Ich freue mich auf das Spiel aus irgendeinem Grund. Vorher dachte ich mir, ja, okay, ist interessant, aber es kommt zu früh, kein Bock auf das Spiel. Und jetzt? Kommt immer noch zu früh, aber ich hab Bock. Ich will die neuen Pokémon sehen, die gezeigt wurden. Ja, lass uns nochmal ganz kurz die neuen Pokémon anschauen, ja. Guck dir das an. Das Ding ist, das ist so eine Elektro-Feuermaus, ne? Und deshalb, das könnte eventuell, vielleicht, Mike? Ist das eine Vorentwicklung zu Guruchu. Was eigentlich eine Weiterentwicklung zu Raichu sein sollte, aber Mike, egal, ja? Mich willst du, wie es für mich aussieht, das Ding? Ja. Du kennst ja diese Pokémon Gold-Beta, oder? Ja. Wie so ein Mann von dieser Beta sieht das aus. Maybe. Könnte sein. Als so ein... Aber schau mal, hier setzt der Elektroattacke ein. Siehst du das? Die Trainerin da, die hat bestimmt Rule 34 jetzt. Max, setzt der Elektroattacke ein hier. Stimmt, das ist ein Elektro-Pokémon. Wie findest du das hier? Das ist mega cute. Ich kann da noch keine Meinung haben, um ehrlich zu sein. Ey, was ist, wenn das eine Regionalform von Mirabla ist? Oder von Knospi? Was wenn? Ich finde, das sieht den beiden sehr ähnlich. Wenn du das sagst. Vielleicht ist aber ein komplett neues Pokémon. Kann auch sein. Kann also nichts sagen. Aber obwohl die Pokémon, die neuen, die wir hier sehen, sehr cool aussehen, ist das nichts Originelles. Wir hatten schon mal eine Maus, wir hatten schon mal eine Knospe, wir hatten auch schon mal ein schweinähnliches Pokémon. Aber trotzdem, das ist bisher das geilste Design. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht ins Team nehmen werde, ist es trotzdem ein geiles Design, muss man sagen. Ja, das sind halt Route 1 Pokémon. Ganz einfach, das ist Route 1 Pokémon. Aber guck dir mal das Menü an, das sieht voll hässlich aus, oder? Bin das nur ich? Ganz ehrlich, ich mag es irgendwie. Soll ich sagen, warum? Ich finde das viel zu basic. Das von Schild war basic, das sieht etwas gut aus. Es ist jetzt nicht das Beste, aber es ist gut, finde ich. Okay. Und das waren alle neuen Pokémon, die gezeigt wurden, bis halt auf die Legis. Beide Legis sind geil. Es ist einfach so, ich finde beide Legis geil. So, das waren die neuen Trailer zu Pokémon. Karmesin, Purpur, Scarlet Violet, wie auch immer ihr es nennen wollt, welche Namen ihr besser findet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde gerne wissen, wie ihr den Trailer so fandet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Pokémon-Trailer wieder. Es kann sein, dass wir eventuell nächsten Monat bei der E3, sage ich jetzt mal, noch einen Gameplay-Trailer sehen werden oder so. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Ich muss sagen. Ja. Das Ding sieht aus, als hätte er seinen Reifen geschluckt. Das sieht einfach aus wie ein Reifen. Gern geschehen, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Wir beenden einfach das Ganze hier.